Wunderschöne Sommerfarben in der aktuellen Koi-Auktion. Das Einzige, was fehlt, ist der richtige Sommer. Nichtsdestotrotz möchte ich beginnen mit dem Midori-Goi. 53 cm weiblich vom Züchter Marusaka. Midori-Goi sieht man doch relativ selten mittlerweile in Japan. Denn einen wirklich grünen Koi zu züchten ist nicht ganz so einfach. Man sieht es, leider verliert er aufgrund des fehlenden UV-Lichtes, Sonnenlichtes hier bei unserer Innenhalterung etwas die Farbe. Aber man kann es ganz gut erkennen, wie schön grün hier oben ist. Das kommt auch wieder zum Vorschein, wenn der Koi in den Außenteich kommt. Toller Kopf, hervorragende Rückenbeschuppung bis hinten zum Schwanzende. Sehr ausgeglichen vom Fressverhalten. Endwachstum 70 bis 80 cm. Also hier ist auch noch viel Luft nach oben. Dann kommen wir zum Kugane Ochiba. Weiblich 44 cm, zweijährig vom Züchter Hirasawa, genauer gesagt Yokiyoshi, der Sohn. Kugane Ochiba werden doch sehr groß, enormes Wachstumspotenzial. Also vor Jahren hatten wir schon einen mit 90, 95 cm. Auch hier hervorragende Körperform. Man sieht auch schon, wie bullig dieser Koi als Zweijähriger ist. Ein wunderschönes Fukurin, was auch in der, was im Außenteich dann wieder stärker zum Vorschein kommt. Auch die Zeichnung bei Kugane Ochibas. Durchaus möglich, dass hier wieder wesentlich mehr Gelb noch kommt. Das Gelb wird mit Sicherheit auch noch intensiver. Sehr zutraulicher Fisch, also auch eine Bereicherung für jeden Koi-Teich, denn er steht immer in vorderster Reihe und bettelt nach Futter. Auch ebenfalls selten in Japan anzutreffen. Gibt auch nur noch meines Wissens zwei, drei Züchter, die Kugane Ochibas anbieten. Eigentlich schade drum, weil, wie gesagt, ist ein sehr ausgeglichener Fisch mit enormem Wachstumspotenzial. Dann haben wir auch einen Soragoi ebenfalls, Ginrin Soragoi von Marusaka, weiblich. Enorme Größe, muss ich sagen, für das, dass der Koi erst zweijährig ist, von ca. 45 cm. Sehr schönes Ginrin, schauen Sie mal. Sehr gleichmäßig, schöner, heller Kopf. Auch hier Endgröße wird, dadurch, dass es ein männliches Tier ist, 70 cm sein. Aber nichtsdestotrotz, das Gesamtbild dieses Soragois, wunderschön, auch wieder Kopf, Körperbau, passt alles sehr gut zueinander. Auch nicht allzu oft anzutreffen in dieser Qualität in Japan. Ja, und zum Schluss haben wir einen Ochiba Shigure von Ikarashi. Auch hier kann ich Ihnen sagen, wenn der Koi rauskommt, wird er eine unglaubliche Netzzeichnung bekommen, die jetzt auch wieder aufgrund des fehlenden UV-Lichtes hier verloren gegangen ist. Aber wenn Sie jetzt mal die Zeichnung von dem Ochiba anschauen, super schön, gleichmäßig, ganz toller Kopf. ...39 cm, männlich. Die Endgröße hier wird so um die 65-70 cm sein, aber wie schon erwähnt, harmonisch gezeichnet, eigentlich ein Koi, den man schon auf eine Koi-Show geben könnte, vor allen Dingen, wenn dann noch im Außenbereich noch die Netzzeichnung dazukommt. Wunderschöner Fisch.